Willkommen zurück, Leute, zu Let's Play Zelda Twilight Princess. Wir sind immer noch hier im Seeschrein und hängen hier an dieser Wand. Und ja, wir sind immer noch auf der Suche nach dem nächsten Schattenkristall, dem letzten. Und wir müssen jetzt irgendwie wieder hier raus aus diesem Raum. Wir sind ja nach unten gefallen. Und ehrlich gesagt, ich habe keinen Plan. Wo ist denn hier der Ausgang? Ah, okay, da hinten. Schnell an den Spinnen vorbei, diese hüpfenden komischen Spinnen. Und dann werden wir diese Plattform da benutzen, denn die drehen sich ja jetzt. Im letzten Part haben wir Wasser laufen lassen, oder Wasser zum Laufen gebracht, wo er, die da, los, hinauf, okay. Und dadurch ist hier so einiges in Gang gekommen, ganze Räder haben sich hier in Gang gesetzt. Und dann, dadurch können wir jetzt nämlich diese Plattform benutzen, um hier raufzukommen, auf diese Vorsprünge. Und das tun wir jetzt einfach mal. Und dann gehen wir mal weiter und gucken, was hier noch so ist. Yay, eine Schatztruhe. Und ein kleiner Schlüssel. Ah, Schleim, Hilfe. Schnell weg. Okay. Da ist nämlich ein Raum. Und ich glaube, wir bekommen jetzt unser wunderbares Item. Unser spezielles Item, was wir immer in einem Dungeon finden. Yeah. Oh. Okay, wir bekommen es, aber nicht durch diesen Weg. Yeah, 5 Rubine, wuhu. Okay, vergessen wir es. Wir müssen irgendwie einen anderen Weg nehmen, denn das ist der Ausgang quasi aus dem Raum. Das heißt, wir kommen von hier aus gar nicht da rein. Aber gut, wir haben ja noch andere Möglichkeiten. Kein Problem. Das schockt uns nicht. So. Denn da hinten, auf der anderen Seite, da ist ja noch eine Tür. Yeah, yeah. So. Rüber da. Ah, okay, okay. Das war alles nach Plan hier. Denn wir haben ja den kleinen Schlüssel bekommen und können jetzt in diese durch diese Tür gehen. Aber ich schau nochmal schnell, was da noch so ist. Außer dieses Schweinchen. Außer dieses Schweinchen ist hier gar nichts. Schade. Okay, dann gehen wir mal schnell hier durch, bevor uns das Schwein noch irgendwie in den Boden rammt. Ah, Wasser! Oh mein Gott. Okay, wir müssen jetzt wieder Wasser ertragen. Durchs Wasser warten, hier mit unseren Eisenstiefeln. Ah, da ist so eine komische Elektroqualle. Schnell weg. Wasser und Elektro. Oh, cool, hier ist ein Schatzboden. Yeah, 20 Rubine und dafür so eine riesige Schatztruhe. Ich glaub's ja nicht. Ist da auch was? Nö. Okay, schnell weiter. Eigentlich müsste das ja alles hier voll elektrisiert werden, ey. Durch diese komischen Quallen da. Bomben, Bomben, Bomben. Wo sind die da? Kombi erstmal aus und dann... Schnell! Ah! Kann ich die eigentlich besiegen? Ich glaube, ich muss warten, bis die... sich nicht elektrisiert hat und dann komm schon. Nein, ich kann nichts machen. Schnell weg. Schnell weg hier. So. Ah, da ist eine Muschel. Okay, die können wir aber besiegen. Alter. Bam, 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 bam. heute Abend gibt's eine Muschel. So. Ich find's so cool, wie er aussieht. Wenn er unter Wasser ist, dann ist dieses komische... dieser komische Schutz da von dem Anzug vor unseren Mund. Huch, wo sind wir denn jetzt? Lalolo, unter Wasser. Ich glaube, wir haben eine Abkürzung genommen oder so. Machen wir die Eisenstiefel wieder aus, dann geht's schneller. Ich mag es irgendwie nicht, so unter Wasser zu sein. Dass man immer so unwendig... Oh nein, okay, es geht los. Wir sind jetzt wieder in dem Raum, wo wir vorhin schon waren. Und... ja, hier fallen komische Dinger von der Decke. Was macht man, wenn man komische Dinger von der Decke fallen sieht? Man guckt einfach mal hoch und dann... Oh mein Gott! Was ist denn das? Er sieht aus wie so eine riesige fette Kröte. Und die lässt sich voll fallen, ey.
What? So eine Hässlichkeit muss man einfach töten. Es hat so eine komischen Viecher. Sterbt alle. So, anvisieren, wäre nicht schlecht. Okay, jetzt können wir dieses Ding. Was müssen wir eigentlich machen? Es ist. Oh mein Gott! So. Jetzt können wir die Zunge zerschneiden. Okay. Spannender Kampf. Und jetzt presst es wieder neue Viecher aus seinem komischen Rücken da. Bleh. Alles so glitschig. Wow. Das Schöne ist, dass aus denen lauter Herzen rauskommen. Das heißt, es ist eigentlich kein Problem, hier diesen Kampf zu gewinnen. So, schon wieder alle voll. Ah, Hilfe! Es regnet eine fette Kröte! Bam, bam, bam! So. Noch einmal und dann müsste er eigentlich down sein. Ah, da kommen wieder diese Dinger! So! So! Ja, noch mehr! Boah, wie viel denn, ey? Bam, bam! Kazam! So. Ein letztes Mal springt er in die Lüfte! Und fällt hinab! Aber nicht auf uns! Nein, denn wir sind zu schnell für ihn! Kazam! Da geht er down! Und er hat grünes Blut! Oder Spucke oder irgendwas. Und da wirkt er irgendwas hoch. Eine Schatztruhe, ne? Die würde ich ja nicht so gerne anfassen. Da, wo die herkam. Na egal. Wir müssen es tun. Und es lohnt sich natürlich auch. Denn darin ist der wunderbare Greifhaken. Yay. Das ist auch ein sehr cooles Item. Wenn nicht sogar das coolste hier in Twilight Princess. Den kann man später sogar noch erweitern. Ja. Okay, wir haben jetzt den Greifhaken. Perfekt. Und damit kommen wir auch wieder hier raus. Denn jetzt können wir uns, wie wir schon aus anderen Zeldern spielen kennen, mit dem Greifhaken an solchen Objekten hier festhaken und hochziehen. Und es war gleichzeitig auch ein Schalter. Uah. Nein, ich will hoch. Oh, verdammt. Ich bin runtergefallen. Ja, das war gleichzeitig auch ein Schalter. Und dadurch ist die Tür aufgegangen. Tada! Weiter geht's. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was wir alles machen können. Wir gehen jetzt einfach mal wieder zurück in den Hauptraum, würde ich sagen. Von da aus müsste es ja eigentlich weitergehen. Tada! Schnell weg vom Schwein. Der Hauptraum ist ja auch nicht weit. Wir benutzen wieder diese Plattform und lassen uns zum Eingang beziehungsweise Ausgang tragen. Hier sind wir eigentlich erstmal fertig. Ja, bis auf diese eine Schatztruhe da hinten, die wir nicht erreichen können. Gemeinheit! Denn dazu brauchen wir noch ein weiteres Item oder beziehungsweise die Erweiterung von dem Greifhaken. Wenn man's, ich weiß gar nicht, ob es eine Erweiterung ist oder ob es nochmal extra, egal. Werden wir ja sehen. Wir klettern jetzt erstmal hier hoch. Ich weiß, das hätte man, glaube ich, schneller machen können irgendwie, aber ich bin jetzt da einfach mal runtergesprungen. So. Dann wollen wir mal schauen, was wir so ausrichten können. Im Hauptraum. Ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel ja zwischendurch unterbrochen und dadurch musste ich den ganzen Weg nochmal zu diesem einen Raum hier am Anfang laufen. Und dadurch habt ihr die Animation verpasst, wie gezeigt wurde, dass das Wasser jetzt von da oben in den Hauptraum läuft und alles geflutet hat ein bisschen. Also der Wasserpegel unten ist ein bisschen angestiegen. Ich kann es euch gleich mal zeigen. So, gehen wir mal hier. Na, schlechte Sicht. Egal. Ja. Jetzt müssen wir das Wasser einfach mal für uns benutzen. Und dann würde ich mal sagen, irgendwas müssen wir tun. Aber ich weiß nicht genau was. Wir müssen das Wasser umleiten. Denke ich mal. Oder? Ich weiß nicht. Egal, wir springen jetzt einfach mal hier hoch. Tada! Und die Brücke. Die Brücke. Ich sag mal Brücke. Es ist ja eine Treppe. Kommt zu uns. So. Ich überlege gerade, was müssen wir denn tun? Wir gehen einfach mal runter. Ich wollte euch ja das zeigen mit dem Wasser.
Aber irgendwie ist hier kein Ausgang. Ah, ich will da runter, Mann. So, hier können wir runter. Da zeige ich euch hier, es ist ein bisschen gestiegen, der Wasserpegel. Oha, hinunter. Okay, hier sollten wir uns aber nicht zu lange aufhalten, denn hier gibt es fiese, fiese kleine Gegner. Und zwar diese da unten. Piranhas oder sowas. Fiesen Dinger. Hier ist eine Schatztruhe nämlich. Yeah. Also lohnt sich hierher zu kommen. Nein, lohnt sich nicht. 20 Rubine. Oh mein Gott, das können die sich echt sparen. Dieses unnötige... die unnötigen hier Schatztruhen, die einen dazu leiten, hier nochmal alles abzusuchen. Wenn man nicht mal ordentlich dafür belohnt wird. Okay, wir können jetzt hier auch nicht wirklich was reißen. Deswegen gehen wir mal wieder hoch. Nein, ich will hoch, verdammt. Ah, schnell, bevor die Piranhas kommen. Okay. Wir sind schon wieder... Haha, die Spinne ist runtergesprungen. Aber die kann ja auf Wasser laufen. Schade. Ich dachte, ihr trinkt jetzt. Gut, und jetzt stehe ich wieder an so einem Punkt, wo ich gerade irgendwie nicht weiß, wo ich hin muss. Das ist so irgendwie üblich für ein Wasser-Dungeon. Ich dachte jetzt, wir könnten was mit dem Wasser machen, das wir da herbeigerufen hatten. Ich schaue mal auf die Karte. Die müsste uns ja ein bisschen Auskunft geben können. Also rechts haben wir eigentlich alles geschafft. Das heißt, wir müssen irgendwie nach links kommen. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, schauen wir mal, ob wir hier vielleicht durch diese Tür kommen können. Ah, da hinten kommt das Wasser. Ah, okay, okay. Ja, jetzt weiß ich natürlich. Wir haben jetzt den Greifhaken und dadurch können wir diesen Schalter hier betätigen, indem wir uns einfach daran hängen. Und durch unser Eigengewicht, was gar nicht so schwer ist, denke ich mal, wird dieser Schalter aktiviert. Und die Treppe wird zu uns natürlich wieder gerichtet. Und das ganze Wasser, was wir in diesen Raum geleitet haben, wird jetzt hier durchgeleitet. Und das ist natürlich nicht ohne Vorteil für uns, nein. Denn dadurch fängt sich auch dieses Rad an zu drehen. Ey, ich rede gerade, Mann. So. Dadurch dreht sich auch dieses Wasserrad und wir können hindurch, was wir vorher nicht konnten. Da standen wir hier und wussten nicht, wie wir weitergehen sollen. Yeah, und schon sind wir im nächsten Raum. Das ist doch schön. Okay, und diesen Raum hasse ich auch. Oh mein Gott. Das ist ein schlimmer Raum. Okay, wir springen jetzt mal hier rüber. Tada. Da ist eine Schatztruhe übrigens. Aber die ist so klein und ich bezweifle, dass da was Tolles drin ist. Und wir werden sowieso irgendwann mal hier hoch. Hier wieder zurückkommen. Fledermäuse. Egal, ich hole den trotzdem. Ich glaube, ich überlege gerade, wo wir hin müssen. Wir haben gerade, glaube ich, gar keine andere Wahl, als uns erstmal dahin. Okay, gut. Ich dachte schon, es führt uns nichts. Ja, mit dem Greifhaken können wir uns auch so runterlassen und hochziehen wieder. Ist auch ganz cool. Yay, und 10 Wasserbomben. Heißt das, wir müssen wieder irgendwas hier zerstören? Sieht nicht so aus, erstmal. Ja, hier geht's erstmal nicht weiter und deswegen würde ich sagen, da lang geht's, genau. Schwingen wir uns hier über die Abgründe. So, hinauf für die... Nein, hier sind wir schon richtig. Und dann geht's hier so weiter an der Seite. Ah, da ist noch eine Kletterwand. Eine schöne Rankenpflanze da. Ja, und dann müssen wir nämlich jetzt nochmal einen weiteren Wasserfall herbeiführen und noch mehr Wasser in den Hauptraum leiten. Und das machen wir gleich. Ich musste gerade überlegen. Nein, nicht runter! Ich sehe es schon kommen. Irgendwann falle ich hier noch runter. Ich habe so gemerkt, irgendwie... Also die Dungeons sind eigentlich so relativ einfach. Und nicht so nervig jetzt, wenn man jetzt den ganzen normalen Weg läuft. Mein Gott, das ist wieder so eine Blase. Aber wenn man irgendwie wieder zurück will und die ganzen anderen Schatztruhen noch holen will, da wird das Ganze irgendwie total nervig, weil die irgendwie an den unerreichbarsten Stellen sind und das alles kompliziert ist. Naja, das ist mein Empfinden irgendwie so. Und deswegen werde ich jetzt diese anderen Schatztruhen erstmal nicht holen, sondern später erst. Weil wir sowieso nochmal hierher zurückkommen, wie ich schon gesagt habe. Okay, hier ist das, was wir zerstören müssen, und zwar dieser Stalaktit. Töde.
Okay, da müsste wahrscheinlich noch einer sein. Aber ich sehe keinen. Was ist denn das hier? Egal. Wir gehen hier schnell rauf, bevor es wieder hochgeht. Komm schon, rauf! Boah, das sah cool aus. So. Mal überlegen. Einfach runterspringen, ja. Ah! Spinnen! Was sind das für Wasserhüpfer oder so? Das sind ja keine Spinnen irgendwie. Die haben ja nur vier Beine. Naja. Für mich werden es immer Spinnen sein. Kann ich hier hochklettern? Nee. Alleine komme ich da nicht hoch. Aber hier gibt es bestimmt wieder was zum kaputt machen. Nein, aber hier gibt es einen Schalter. Ja, jetzt fängt dieses ganze Itemgewächse wieder an. So. Juhu, die Tür ist offen. Und was hat uns das gebracht? Hä? Okay, das scheint nicht der richtige Weg zu sein, oder wie? Ich frag mich, wozu dieser Sprudel da ist. Was soll das? Hä? Naja. Egal. Ja, ich merke gerade, wir haben schon 16 Minuten. Ja, yeah, ich kann jetzt auch länger aufnehmen, unglaublich. Ich kann jetzt längere Videos reinstellen, juhu. Aber ich würde mal sagen, ich mache jetzt für diesen Part Schluss und im nächsten Part geht's dann weiter mit Let's Play Zelda Twilight Princess. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und ciao, Leute.